Ja, der Ionic ist tot. Lang lebe der Ionic. Jetzt denkt ihr auch, der Blauzahn ist völlig übergeschnappt. Aber um was es geht, das seht ihr gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Blauzahn. Ja, der Ionic, das Facelift vom Ionic hat, glaube ich, doch mal noch eine genaue Betrachtung verdient, nachdem jetzt sich einiges getan hat seit dem Frühjahr, wo bekannt wurde, dass der Ioniq eine relativ langsame Ladegeschwindigkeit hat und wesentlich teurer wird. Aber es hat sich einiges getan inzwischen und deswegen gucken wir uns den Ioniq einfach nochmal, das Facelift, nochmal genauer an. Denn wer eigentlich ein Auto haben möchte, was relativ praktisch und groß ist und keine Mini-SUV-Form hat, der kommt im Grunde im Moment noch an dem Ioniq nicht vorbei, auch wenn er eine etwas langsamere Ladegeschwindigkeit hat. Tesla hat diese Woche die Preise wieder angehoben und die Konkurrenzpreise von VW, VW ID.3 sind bekannt gegeben für die First Edition. Und da hat sich bei vielen Leuten Ernüchterung eingestellt. Und deswegen habe ich gedacht, ich gucke mir den Ioniq auch nochmal ganz genau an. Und ich muss sagen, im Grunde kann der neue Ioniq, ich habe ihn ja auch selber gesehen auf der IAA, alles besser als der alte, bis auf das Laden. So, das ist ja schon mal ein Riesenvorsprung, ja. Also Sachen, die ich bemängelt habe, wie das LED-Fernlicht, was nicht vorhanden war, sondern nur Halogen, das ist inzwischen da. Es gibt eine App-Anbindung, die wirklich sehr, sehr gut ist und ich denke mal auch mit Tesla mithalten kann. Man kann das Auto aus der Ferne öffnen, starten, klimatisieren, alles kann man wunderbar machen. Das ist mittlerweile Standard. Das Display ist mittlerweile auch riesengroß im Vergleich zum alten Ioniq. Sind wirklich ganz, ganz viele Verbesserungen eingetreten, die ich vorher wirklich bemängelt habe. Und natürlich mehr Reichweite. So, das sind in der Praxis, sagen wir mal, so 75 Kilometer Reichweite mehr im Sommer. Und da kommt man ganz locker über 300 Kilometer mit einer Akkuladung. So, und das ist jetzt auch der Knackpunkt, wo ich sage, okay, da müssen wir nochmal genau gucken. Und wenn ich mal länger fahre, ja, dann fahre ich auch weite Strecken, aber extreme Langstrecke, wie zum Beispiel nach Mentone, wo ich gefahren bin, 1100 Kilometer, 1200 Kilometer an einem Stück, wann kommt das vor? Dieses Jahr ist es nicht mehr vorgekommen, letztes Jahr ist es vorgekommen. Und ja, ich meine, wenn das einmal im Jahr ist oder höchstens alle 2 Jahre mal, dann ist die Frage, geht man nicht einen Kompromiss ein, indem man ein gutes Auto bekommt, was halt nicht ganz so schnell laden kann? Und was bedeutet das eigentlich, wenn es nicht so schnell laden kann, wenn es aber eine höhere Reichweite hat als das alte Fahrzeug? So, was ich noch bemängelt habe, war der Preis. Und auch da gibt es mittlerweile vernünftige Preise bei Mobile für sofort verfügbare Facelift-Versionen, die man ab sofort beim Händler kaufen kann, vom Lager her, die haben vorbestellt, kann man sofort kaufen. Also Reichweite, was macht das aus? Ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen. Ich fahre öfter in meine alte Heimat nach Mönchengladbach. Von Nordhessen aus hier, Mittelnordhessen aus, sind das ungefähr ja, 260 Kilometer. Und da muss ich mit meinem Ioniq Vorfacelift muss ich einmal laden. Zwar nur kurz, ja, aber ich muss abfahren, wieder auffahren, auch wenn ich nur 6-7 Minuten laden muss, um dann da mit 10% Restkapazität anzukommen, fahre ich runde 3 Stunden. So, inklusive Laden, wenn ich 110 fahre, damit ich auch nicht ja, zu schnell wieder viel mehr laden muss. Also auf dieser Strecke ist es wirklich am sinnvollsten, man fährt 110. Kann 120, 130 fahren, aber da holt man nicht mehr viel raus, weil man dann halt auch länger laden muss. Beim Ioniq Facelift ist es so, ich kann die ganze Strecke fahren, ohne zu laden und kann auch noch ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen, weil ich noch genügend Puffer habe, um dann da mit 7% anzukommen, was dann ungefähr dem Kilometerstand entspricht von 10% beim alten Ioniq. So, und dann wäre ich da in 2 Stunden 45 Minuten. Also ich hätte so Viertelstunde 20 Minuten gespart auf dieser Strecke. Das klingt jetzt nicht viel, aber man muss nicht anhalten, man kann durchfahren und ja, 260 Kilometer, die kann man auch wirklich mal durchfahren. Das ist, glaube ich, kein Problem, auch mit einer schwachen Blase.
So, und wie sieht's dann aber aus? Gut, wenn ich da laden kann, alles kein Problem. Aber wie ist das, wenn ich dann nicht laden kann und nicht jemanden besuche aus meiner Familie? Dann muss ich ja auch wieder zurückkommen. Und dann fängt auch die Laderei beim neuen Ioniq an. Und da muss man mal gucken. Also, mit dem alten Ioniq brauche ich dann ungefähr 6 Stunden und ein paar geriebene. Und mit dem neuen Ioniq muss ich weniger laden, aber brauche durch die etwas längere Ladezeit im Grunde eine ähnliche Zeit, vielleicht sogar ein wenig kürzer, ja, und das ist doch eigentlich nicht schlecht. Und das ist der große Vorteil beim neuen Ioniq, dass man durch die etwas größere Reichweite doch einen viel besseren Handlungsspielraum hat. Und was man beim Ioniq unbedingt nochmal hervorheben muss, ist die unglaubliche Effizienz. Und da kommt auch kein Tesla Model 3 Standard Range Plus mit. The Efficiency King, which is still Ioniq, so yeah. Das sieht man ganz eindeutig an den Ergebnissen vom letzten Cannonball, aber auch vom vorletzten Cannonball. Da kommt nichts ran. Also effizienteres Auto als den Ioniq gibt es aktuell gar nicht in der Kategorie. Und nicht nur der reine Verbrauch von der Strecke, sondern insgesamt, was damit reinspielt, das mit der Wärmepumpe, der Verbrauch im Winter und der Verbrauch im Stand, der praktisch null ist, auch jetzt mit der neuen App-Anbindung. Da kommt einfach insgesamt gar nichts mit. In reality, for most normal driving with somewhat cold-ish temperature, then the Ioniq will still beat the Model 3. Und auch wenn man sich jetzt mal anguckt, den neuen E-Corsa hat zwar 50 Kilowattstunden Akku, netto bleiben aber nur noch 46 Kilowattstunden übrig. Und die Verbrauchsangaben im kombinierten Verbrauch, die sind beim Ioniq bei 11,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und beim E-Corsa werden auf der Homepage angegeben von Opel 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. So, und dann hat man schon wieder eine Sache, dass im Grunde die Reichweite vom E-Corsa dann nicht mehr so hoch ist wie vom Ioniq Facelift. Zwar die Ladegeschwindigkeit wesentlich höher, aber wie gesagt, wenn man dann Strecken fährt, nur innerhalb der Reichweite, dann hat man mit dem Ioniq eigentlich einen Vorteil. Ja, was ist der Sweet Spot beim neuen Ioniq? Es sind so um die 500 Kilometer. Strecken, die über 200 Kilometer sind und gerade so bis 300 Kilometer, ist der neue Ioniq auf jeden Fall in der Gesamtfahrzeit schneller, weil er nicht laden muss. Schneller als das Vor-Facelift. Bei Strecken bis 500 Kilometer, also was drüber hinaus ist, so um die 500 Kilometer, ist ungefähr einen Gleichstand erreicht. Ja, da ist man mit dem neuen nicht schneller oder marginal und mit dem alten aber auch nicht langsamer. Und alles, was darüber hinausgeht, macht sich dann wirklich die Ladegeschwindigkeit bemerkbar und der neue Ioniq ist dann langsamer und im Winter vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil wenn man sich auch die Bedienungsanleitung vom neuen Ioniq anguckt, da steht schon drin, dass es einen Wintermode gibt, damit die Batterie ein bisschen gewärmt wird, weil sich die Ladegeschwindigkeit im Winter bei kaltem Akku drastisch reduziert. Ja? Also braucht man vielleicht auch schon mal 2 Stunden am Schnelllader, bis der Wagen voll ist. Aber wenn man sowieso unterwegs ist auf Strecke, dann kriegt man vielleicht die Temperatur auch so hin, dass man direkt vernünftig laden kann. Aber das ist noch so ein Faktor, wo man nicht genau sagen kann, wie es wird. Das sieht man dann jetzt, wenn die ersten Leute den Ioniq haben und im Winter auf Strecke sind und dann laden. Das hat man auch beim Kona gesehen, bei der 64 Kilowattstunden Batterie. Beim Björn, der dann im Winter gefahren ist und nicht schnell gefahren ist, da hat er schon Probleme gehabt, die Batterie auf Temperatur zu bekommen. Und dann ist auch die Ladegeschwindigkeit ein bisschen eingebrochen. Aber ansonsten würde ich sagen, ihr müsst überlegen, wie ist das mit den Strecken? Fahre ich oft mehr als 500 Kilometer, ja? Oder bewege ich mich eher so unter 500 Kilometer, auch wenn ich Langstrecke fahre, also 500 Kilometer maximal, ja, dann hat man im Grunde gar keine Einschränkung, sondern eher einen Vorteil, würde ich sagen. Und alles, was darüber hinausgeht, muss man sehen, wie sich das wirklich bemerkbar macht. Also ich würde sagen, dass er für 1000 Kilometer, wenn die Bedingungen optimal sind, also nicht zu kalt, würde ich sagen, braucht der neue Ioniq eine Stunde länger für 1000 Kilometer als der alte. So, da muss man überlegen, geht man diesen Kompromiss ein, eine Stunde länger für wirklich ein gutes Auto? Ja, will man das nicht machen?
Und wie oft fahre ich 1000 Kilometer oder mehr? Und sind nicht eher die Strecken so um die 400, höchstens 500 Kilometer, die ich fahre? Müsst ihr mal überlegen. Bei mir, ja, im Grunde würde auch der neue Ioniq würde mir reichen. Ja, eigentlich schon, ja. Ne? Wäre eine Sache, die zu überlegen wäre. Und jetzt kommen wir mal zu den Preisen. Und da sieht es auch gar nicht ganz so schlecht aus. Ja? Wie gesagt, Tesla hat schon den Preis wieder erhöht. Und in der Kategorie Ioniq gibt es nicht viel. Es gibt den Leaf, der nochmal wesentlich teurer ist. Und da gibt es ja das Rapid Gate Problem, was an sich jetzt vom Laden her nicht das Problem ist, sondern eher, ja, dass man eher den Akku schädigt, als dass man die Nachteile hat durch das langsame Laden. Ja, das würde mich eher stören, dass ich da in mir den Akku durch die hohen Temperaturen kaputt mache und dadurch Reichweite einbüßen müsste. Ja, also gibt es nicht viel in der Kategorie. Ne? Wir haben jetzt den e-Corsa und den Peugeot, wir haben Kona, wir haben e-Niro, aber das sind alles so Fahrzeuge entweder zu klein, ja, beim e-Corsa ist wesentlich kleiner als der Ioniq, und der Kona ist so ein Mini-SUV, hat aber auch einen wirklich sehr, sehr kleinen Kofferraum, für Familie wirklich nur eingeschränkt zu verwenden. Aber der Ioniq ist da schon wesentlich größer und er hat die praktische Heckklappe. Ja, und dann sind wir bei den Kategorien VW ID.3. Ja, und Tesla Model 3 hat den unpraktischeren Kofferraum. Für Leute, die gerne ein Hatchback hätten, ist dann der Ioniq doch die bessere Wahl. Kommt immer darauf an, was man machen möchte. Ne? Wenn man der Sparfuchs ist, dann kauft man den Ioniq. Und wenn es nicht ganz so drauf ankommt, auf die Kohle, kann man natürlich das Tesla Model 3 kaufen. Aber gucken wir uns mal die Preise an. Die Preise sind gar nicht so schlecht. Im Moment ist der Ioniq sofort verfügbar auf Lager für die Premium-Version 37.000 Euro. Die ist dann wirklich voll ausgestattet mit allem drum und dran und Schiebedach inklusiv für 37.000 Euro. Und da kann man aber auch noch die 2.000 Euro BAFA-Prämie abziehen. Da wären wir bei 35.000 Euro, was ein guter Preis ist. Es ist kein Pappenstiel, aber wenn man sich so die anderen Elektroautos anguckt, hat man für ein großes Auto, top ausgestattet mit aktuellen Assistenzsystemen, einen super Preis, würde ich sagen. Was man noch machen kann, man kann die Style-Version nehmen, die ist auch schon sehr, sehr gut ausgestattet. Da ist dann halt kein Leder drin, aber Wärmepumpe und die ganzen anderen Sachen sind schon inklusiv. Und den gibt es für 35.000 Euro. Da kann man dann nochmal 2.000 Euro abziehen und hat dann ein entsprechend wertiges Auto. Was es noch gibt, es gibt das 4-Facelift, gibt es auch noch als Lagerfahrzeug, wenn man da die Style-Version nimmt. Also ohne Leder, aber sonst mit allen möglichen Assistenzsystemen und auch mit Wärmepumpe, ist man bei 28.000 Euro. Ich persönlich als 4-Facelift-Fahrer würde jetzt kein Upgrade machen. Ja, das würde sich mit Wertverlust, also das, was ich bekommen würde für meinen alten und den Aufpreis für den neuen, würde es sich absolut nicht lohnen. Vor allen Dingen, weil ich für mein Fahrprofil eigentlich keinen Nachteil habe mit dem alten. Passt alles wunderbar. Und wenn ich auf Ultralangstrecke gehe, ist das auch in Ordnung. Also, der neue Ioniq, nochmal eine genaue Betrachtung. Vielleicht kommen noch ein paar Videos, also wenn ich mal eine Möglichkeit habe, mit dem neuen zu fahren oder wenn ich mal die ersten Berichte sehe, mache ich vielleicht noch mal ein Video dazu. Ansonsten guckt einfach mal in die Angebote rein, überlegt euch, was braucht ihr? Anderes Auto, Tesla Model 3, hat zwar mehr Reichweite jetzt in der Standard Range Plus Version, kostet aber dann auch ähnlich ausgestattet sicher 10.000 Euro mehr. Das muss man überlegen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.